So, servus, herzlich willkommen bei GG Devils. Ich begrüße euch im neuen Video. Und zwar heute werde ich euch eine neue Custom Shisha vorstellen. Und zwar, wir haben hier eine Havana Club. So, ist ein bisschen was rausgeschwappt, weil ich das ja gleich schon mal reingemacht habe, dass ich später nicht durch die Gegend rennen muss. Und zwar, das ist eine Anius, also eine 7 Jahre gereift, ein 7 Jahre lang gereifter Rum. Und es ist eine schwarz, es ist eigentlich eine braune Flasche, also Braunglas. Dann ist das Ganze mit einem schwarzen Etikett, hier rot und gold, wie ihr seht, Akzente. Dann habe ich für die ganze Geschichte, habe ich mir bei Kaya wieder ein Custom Set bestellt. Und zwar, das besteht einmal aus diesem, aus der Base hier, also aus diesem Klickgewinde, dann aus dieser, also ich weiß, Base ist eigentlich das und das zusammen, also das ist eigentlich die Base. Und dann kann man das ganze Gerät hier einfach dann da draufstecken und dann festmachen. Wenn dann der Rest auch noch drin ist, also ganz praktisch, hier schön wieder Shisha Devils eingraviert. Und das Ganze ist das Goldset mit der XL oder XXL Rauchsäule. Und zwar, das ganze Ding ist so lang. Das ist eine normale Rauchsäule, ist vielleicht so lang oder so vielleicht. Also mal ein ganzes Stück länger und das Ding ist auch, geht fast bis zur Decke, wenn sie hier auf dem Tisch steht. Jetzt aber noch zu dem Verfahren, wie ihr das ganze Ding hier drauf befestigt. Ihr habt einen Dremel mit Diamanttrennscheibe. Am besten ganz frisches Schneideblatt nehmen. Und zwar müsst ihr dann erstmal, weil dieser Anschluss hier, also das Klickgewinde, geht da nicht oben drüber. Das heißt, ihr müsst erstmal den Hals wegmachen und dann müsst ihr peu à peu euch runterarbeiten, wie weit es halt muss. Kann ja immer mal sein, dass die Flaschen ein bisschen anders geschnitten ist oder so. Also nicht viel, aber minimal. Habe ich hier einfach ein bisschen vorgearbeitet und dann habe ich aus Versehen nicht nachmachen. Mein Trennblatt war dann, also meine Trennscheibe war irgendwann so ein bisschen verschlissen, hat nicht mehr gescheit geschnitten, mir wurde es dann irgendwann zu blöd. Und ich habe dann einfach komplett rumgeschnitten, ziemlich tief auch, aber es ist irgendwann nicht mehr so wirklich weitergegangen. Und habe ich einfach mit dem Hammer so einen Klick gemacht. Und dann ist halt leicht schräg abgebrochen, aber es ist noch so, dass alles hebt, genug Klebefläche da ist und deswegen super Sache. Dann habe ich das Ganze also gekürzt auf diese Länge. Danach habe ich dann an den Seiten hier an der braunen Flasche, also Braunglas ist ja nochmal ganz anders wie Weißglas von dieser Reinheit und von dem, wie man es verarbeiten kann. Und dann habe ich hier drumherum überall nochmal, weil es ja eine sehr glatte Oberfläche ist, wegen dem Kleber, habe ich so Rillen reingemacht, also überall reingeschnitten mit dem Dremel. Und dann habe ich einfach darauf dann den Kleber verteilt, habe davor unten und oben wieder abgeklebt. Ganz wichtig, wenn ihr das klebt, braucht ihr auch das hier. Und zwar, damit ihr das dann hier festmacht, damit ihr seht, dass es in der Mitte ist, damit es so zentriert wird. Dann müsst ihr euch das hier unten auf dem hier markieren und auf dem hier, am besten mit Kreppband. Und dann ist es mal ausgerichtet und dann macht ihr auch mit Kreppband komplett hier drumherum was, also direkt unten an die Kante und hier auch an die Kante, dann könnt ihr am Schluss einfach nur das Kreppband abziehen, da habt ihr nichts voll mit Kleber, alles ziemlich clean. Und vorsichtig drin bei der Fuge, ich mache es immer mit dem Finger, am besten zieht ihr euch Handschuhe an, die schnittfest sind. Und ja, weil ich habe mich jetzt geschnitten und dann schön die Fuge machen und dann passt das ganze Ding. Sitzt bombenfest. Kleber, alles in der Beschreibung. Hier habt ihr jetzt die Rauchsäule. Schön mit Gewinden. Das Ding ist halt, manchmal haben die Gewinde so minimale Macken. Das ist mir jetzt beim ersten Mal passiert bei Kaya, aber keine Ahnung. Vielleicht ist das normal. Ich weiß es echt nicht. Ich bin auch noch nicht so sicher, ob das mit dem goldenen Aluminium eloxiert so gut ist wie mit dem anderen, also wie mit dem normal schwarzen. Also hier habe ich jetzt schon leichte, so bräunliche Partikel drauf. Das Ding haben wir jetzt einen Tag geraucht. Aber ich denke, mit so einer schönen Bürste geht es alles super weg. Also nach jedem Mal rauchen, sauber machen. Bei der goldenen hier macht ihr das hier ganz vorsichtig rein. Als erstes das obere. Macht ihr das schön fest. Dann habe ich auch noch wieder für die den flachen, schwarzen Kohleteller.
Dann hier den schönen Kopfadapter mit einer, diesmal ist es eine feste Dichtung. Ich mag diese weichen Silikondichtungen etwas lieber, aber war mit einer festen. So, noch schön niedlich platzieren. Würde ich euch empfehlen, davor drauf zu machen, weil es ziemlich hoch, vor allem wenn ihr es auf dem Tisch stehen habt, da oben dann rum zu fuhrwerkern, ist ein bisschen ungeschickt. Dann als nächstes Tauchrohr drauf. Auch kein Problem, also die Gewinde laufen alle super gut. Die sind super verarbeitet, die Shishas. Auch wenn sie nach leichten Macken teilweise aussieht, die sind echt klasse. So. Dann habt ihr hier wieder die schönen Plug-Adapter. Müsst ihr mal gucken, dass ihr euch gleich einen mit dazu bestellt, weil so in den Shops oder so bekommt ihr den nicht und dann ist er eventuell vielleicht mal ausverkauft. Deswegen gleich so viele Anschlüsse, wie ihr habt, auch gleich Plug-Adapter dazu bestellen. Ich finde, es sieht einfach am besten aus, wenn alles gleich aussieht. Und die Plug-Dinger sind echt schon praktisch, wenn man den einen oder anderen Trick hat. Dann nehmen wir die, setzen sie rein. Passt super. Und jetzt ist das Ding fest. Bombe. Das Ding sieht super aus, ist clean, ist ziemlich groß. Ich meine, ihr seht jetzt nicht mehr fast, nicht mehr die ganze Shisha. Das ist schon ein Riesending. Dann müsst ihr gerade gucken, dass es mit dem Wasser passt. Das ist der Diffusor. Ich würde es so machen, also jetzt ein bisschen weniger wie wir drin haben. Und zwar, dass der Diffusor so ungefähr ein Finger breit im Wasser ist. Können auch zwei sein, so wie wir es jetzt haben, aber ist Ansichtssache, Geschmackssache, wie man es mag. Dann nehmt ihr euch einfach irgendwie ein Stück Zeber oder irgendwas und macht das hier drauf. Auf so ein Zeber, ein bisschen Bepanthol oder Bepanthen, irgendwas, was geschmacksneutral ist. Und dann passt die ganze Sache auch. Ich habe da jetzt einfach dann schwarze Mundstücke genommen, schwarze Alu-Mundstücke. Sieht am cleansten aus, gehen nicht kaputt, sind super gut. So, legen wir es auf die Seite. Dann einfach hier, zack, rein, geht jetzt ohne Widerstand rein und raus. Ist super gut gemacht, also an sich, die können sich manchmal verklemmen, aber wenn man da Bepanthol oder Vaseline, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht benutzt. Ich benutze Bepanthol, weil es auch was so Gesundheitliches ist. Und alle ein, zwei Köpfe mache ich das Ding dann wieder sauber. Das passt dann perfekt. Hier ein schönes Gesamtpaket, weiß leicht transparenter Schlauch mit einem Kaya-Schriftzug drauf. Hier Kaya-Shisha mit Shisha-Devils, dann schwarze Matakohle-Teller und dann zum Kohle-Teller passend und zum Etiketten der schwarze. Das schwarze Mundstück, also passt, finde ich, ziemlich gut. Dann werde ich jetzt noch einen Kopf bauen. So, die Shisha ist jetzt angeraucht. Ich habe mir einen Kopf gemacht mit Cold Cherry, Twisted und Green. Also Minze mit einem Fruchtmix. Ich glaube, das sind einmal Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren und Mango. Und Cherry, ja, Kirsche. Das ist ja auch schon mit Cold, also Minze. Da habe ich noch Green dazu gepackt, das nochmal extra minzig ist. Schmeckt mir persönlich immer am besten. Habe meinen 12-Loch-Kopf draufgepackt und drei Kohlen, Black Kokos. Das Ganze ist in der Shisha richtig geil, weil einfach du hast so eine lange Rauchsäule, das heißt, es ist nochmal kühler, es hat mehr Zeit zum Abkühlen und das Wasser kühlt auch nochmal ein bisschen schön ab, weil es auch so viel ist. Kannst du auch schön Eiswasser reinmachen. Sieht vor allem extrem geil aus und der Durchzug ist auch Bombe, also man kann einfach schön entspannt dran ziehen. Durch den Diffusor ist es schön still. Das Einzige, was so ein bisschen kleppert, ist die Kugel, die da drin ist, in dem Plug-Adapter. Also richtig schön, guter Rauch. Ich habe mir erst gedacht, vielleicht durch die lange Rauchsäule ist ein bisschen kritisch, aber kommt super durch, der Rauch, alles ist Bombe. Sieht auf jeden Fall auch richtig stabil aus. Sie ist auch stabil, also sie kippt nicht leicht um. Man sollte sie halt auf den Boden stellen, nicht unbedingt auf den Tisch. Auf den Boden und nicht auf irgendwie so einen Teppich oder so am besten. Irgendwas Flaches, was Stabiles, zum Beispiel ein Tablett oder sowas. Oder ihr macht euch so einen kleinen Unterteller. So, dass es schön stabil ist. Oder ihr könnt euch auch so einen Fuß bauen aus Holz, einfach so ein Loch reinbohren dann. Oder rausfräsen, je nachdem wie ihr es wollt. Und ansonsten eine richtig geile Flasche, ist auch ein geiler Rum. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, wer so ein bisschen so auf Rum steht, sieht es einfach geil aus. Sieht, finde ich, besser aus wie bei einer Bacardi oder sowas. Einfach schön, schönes Design, passt alles perfekt zusammen, ist schön edel. Und ist auf jeden Fall ein richtiger Hingucker, wenn ihr die da auspackt. So eine 260, ja okay. Hat man, ist geil, haben aber mehrere Leute. Und ich meine, wer hat eine Havana Club, also ganz ehrlich. Ja, wir jetzt aber. Macht euch auch eine, ist echt Bombe. Sieht richtig geil aus, lässt sich auch richtig gut sauber machen. Das Glas ist super gut, kann man auch mit so einem richtig großen, diese Staubwedel, aber es sind, nee, diese Flaschenbürsten. So eine Flaschenbürste kommt hier richtig gut rein, weil sie hier oben auch einen ziemlich großen Durchmesser hat.
Also ist super, das Ding passt auch super drauf, ihr habt keine Freiräume irgendwo. Das ist richtig geil. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Tipps braucht, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich werde euch alles beantworten. Und ansonsten, ich habe noch einen neuen Gutschein zu verlosen. Die anderen beiden Gutscheine, die gehen einmal raus an Luis und an Martin. Ihr habt unter das Video kommentiert und damit bekommt ihr die. Schreibt mir einfach eine PN oder ich schreibe euch an. Je nachdem, wer das erste sieht oder wer das erste schafft. Und dann wünsche ich euch noch eine super tolle Woche. Bis dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Feel.